Ich habe vom Hotel einen Fahrer empfohlen gekriegt und die haben den dann angerufen und dann kommt er daher. Ich bin jetzt da im Nationalkräutergarten. Und also die Stadt ist ein Wahnsinn. Nichts los. Wirklich. Da ist keiner. Aber deswegen fahrt man ja daher, weil das eben so komisch ist. Als ja, puh. Es ist eigentlich bloß eine große Gärtnerei. Also alle, die sowas interessiert, aber ich weiß nicht. Nein. Ich glaube, da gehe ich wieder. Hat nichts gekostet, kein Eintritt, gar nichts, man kann einfach nein. Ist ja eine Gärtnerei. Und da kannst du mir gleich wieder mal schlecken. Ich gehe da keine Toiletten auf. Geh da weiter. Ersten Gecko. Gecko. Ich stehe jetzt da mitten auf der Autobahn. Achtspurige Autobahn. Nichts los. Darum ist es auch diese Geisterstadt. Das ist eine gebaute Dummheit, sage ich mal. Da sind alle Bezirke liegen ewig weit auseinander und ich muss, wenn ich zum Essen gehe, brauche ich ein Taxi. Wenn ich, egal wo ich hin muss, überall brauche ich Taxi und das sind irre Entfernungen. Zum Essen 19 Kilometer. Die Stadt ist 8-mal so groß wie Berlin flächenmäßig, aber es wohnen nur 1 Million Menschen da. Also das ist Oberhammer. Die haben einfach klammheimlich 2000 angefangen, die Stadt zu bauen. 2005 ist es dann die Hauptstadt geworden und es will aber keiner her. Und die alte Hauptstadt Rangun wird von den Einheimischen immer nur als die eigentliche Hauptstadt angesehen. Die ganze Regierung ist jetzt da und die fahren alle am Wochenende heim nach Rangun, weil da keiner wohnen mag. Also, wie gesagt, das ist absolut gebaute Dummheit. Ich bin jetzt bloß gespannt, ob sie mir den ganzen Zeigen einlassen. Ansonsten hat sich das nämlich gleich erledigt mit der Pagode da. Ich habe heute nämlich nicht mehr Pagodenhosen. Leider. Und da ist mir jetzt mit dem Aufzug raufgefahren. Ich habe das lustige Quando gekriegt. Weil, wie vorher schon gesagt, mein paar Pagodenhosen habe ich vergessen. Beim Waschen. Wahnsinn. Ein Riesenplatz. Riesenpagode. Ich muss jetzt dann bloß nachschauen, wie es heißt. Ich weiß bloß, dass der Pagode in Rangun nachgebaut worden ist und ist aber, glaube ich, bloß um 1 Meter kleiner oder um 2,50 Meter, irgendwas. Keine Ahnung, genau weiß ich es nicht. Aber habe ich was gelesen.
Ja, ein bisschen schäbiger Markt, aber so ganz cool. Ja, das ist einmal und das ist ein leckerer Misch. Das ist echt. Schaut jetzt mal die Flaschen hoch. 0,6. Und dann den Teller. Eine ganz schöne Portion. Ein guten. Fertig. Gut was, aber auch sehr scharf. Mir läuft nur ein Speiseausbruch. Aber geschmacklich. Oberhammer. So, ich bin jetzt da in dem Fontaine Park. Das ist irgend so ein Wasserspielepark. Der ist wahrscheinlich am Abend besser, aber der sperrt schon um 8:30 zu. Also was ist das für krass? Jetzt ist mir das auch wurscht. Ich gehe jetzt rein und Gottes. Hallo, mein Gleber. Wann Foto? Ah. With me? Yes. Ja, witzig. Da wollen sie Fotos mit mir machen. Superstar. Also, es ist schon wirklich deprimierend, glaube ich. Da ein Riesenpark und bis auf, keine Ahnung, 10 Hanseln laufe ich da ganz allein umeinander. Das muss doch, wenn man da arbeitet. Obwohl, cooler Job eigentlich, oder? Flacke alle umeinander. War cool, lauter Ringschirm. Da sind Wasserrutschen. Und mal ganz ehrlich, wir wollen in die Brüder nicht rutschen. Also das ist schon itchy. Pepe. Der ganze Park, der ist sehr gut geschützt von der Polizei. Ja, wieder. Also, nein, wie soll man das sagen? Das ist alles sehr liebevoll gemacht und wirklich blitzsauber alles und so, als Wasser ist dreckert, aber ansonsten geht's. Aber das ist ganz ein trauriger Park. Geht da ganz allein. Ich bin nicht vorher die Polizisten drauf hätte, dann wäre es richtig fad. Die haben mich gleich eingeladen, was zum Trinken. Aber ansonsten. Gut. Es ist jetzt kurz vor 12:30 und es hat 38 Grad. Unglaublich. Ich renne bloß immer von einem Schatten zum anderen. Ist schon ganz schön warm. Ah, so.